Alrighty, sehr liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir machen wieder den Vergleich des vier Server Wars, also S43 Deutschland, S40 Polen, S35 der Tschechen und S20 der Ungarn. Und das Ganze ist jetzt hier gerade in One Take und ihr seht es wahrscheinlich auch ein bisschen später. Deshalb sorry dafür schon mal. Und in den One Takes ist immer so, dass meine Stimme ein bisschen leiser ist, weil ich sie nachträglich eigentlich immer etwas verstärke. Auch dafür sorry, aber wir gucken mal auf S43 rein, was sich getan hat. Und wir haben, Stand jetzt, 4 Leute über 200 und ja, grob knapp 30 Leute über 100. Das ist, was das Pilzen betrifft, gar nicht mal so schlecht. Also hält sich mit vielen anderen Servern, na klar, vom Gesamtlevel her niedriger. Das haben wir schon festgestellt, aber trotzdem insgesamt recht stark. Und ich glaube, dass Uwe im Moment, also Uwe, der übrigens ja auch auf W51 dabei ist, lustigerweise, dass er gerade Festungspartner macht. Deshalb hat er hier gerade eine Gilde, also nicht wundern. Ich denke, er spielt definitiv weiter. Universe als Assassine hat es auch so hoch geschafft. Ein Assassinen sieht man nicht so hoch oder nicht so häufig so hoch am Anfang. Das ist halt auch recht teuer. Trotzdem, Chip und Mozon sind dann im Bereich, wo sie theoretisch da auch hinkommen können. Ist halt immer die Frage, wie viele Pilze sie gegen die Magier investieren. Also, das ist halt für einen Berserker natürlich einfacher. Kann man noch erwähnen, Jelenium als Druide. Festgespielt. Definitiv. Und dann kommen noch ein paar andere. Und man sieht die Legion, Shakes in Fidget und Bollywood scheinen da jetzt so ein bisschen vorne dran zu sein. Sexy Lutz ist ein geiler Name, lustigerweise. Wen haben wir hier noch so dabei? Magier, ne? Magier war ein bisschen rar. Ist noch keiner über 100, aber ich sehe auch keinen Krieger über 100. Wo sind Krieger hin? Habe ich mir die Krieger nicht angeguckt letztes Mal, oder was? Weiß ich gerade gar nicht. Dämonenjäger ist auch nicht weit fortgeschritten. Ja, bei den Klassen hätte man wieder mitspielen müssen oder sollen, ja. Aber gut, gucken wir mal, wie es bei dem polnischen Server der Fall ist. Was hat sich da getan? Tura ist auf 220 auch als Assassine. Also die Assassinen sind insgesamt recht stark vertreten. Ein paar Spieler sind nachgekommen, über 100 zumindest. Aber ja, es bleibt doch so dabei, dass deutlich weniger Powerpilze unterwegs sind. Was aber so sein kann, wenn wir jetzt mal in die Top 100 mal reingucken. Und das können wir auf dem deutschen Server auch nochmal machen. Merken wir uns mal. Gehen wir mal direkt rein. Könnte sein, dass in der Breite dort schon der polnische Server vielleicht besser ist. Also, ich glaube, man sieht es schon. Bis zu den Top 100 ist das Durchschnittslevel definitiv höher. Also hier sind viele auch über 60, ja, im Moment. Dann aber sind fast alle unter 50. Auf Server 40, der Polen. Machen wir auch nochmal rein. Ja, hier haben wir in den Top 100 auch viele über 60, aber nicht ganz so viele. Es sind weniger. Aber dafür sind in dem Bereich viele Spieler wenigstens schon 50 oder annähernd 50. Und wenn man das jetzt listen würde, würde man sagen, dass in dem Bereich wahrscheinlich der polnische Server stärker ist, weil eben mehr Spieler dabei sind. Und dafür aber im Powerpilzing-Bereich eben die stärkeren Spieler im Moment oder mehr Spieler auf dem deutschen Server unterwegs sind. Das ist nach 3 Tagen der Fall. Das kann sich natürlich noch ändern. Ne? Man muss es immer wieder betonen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass das so bleibt. Aber was so bleibt, ist Last Breath auf jeden Fall. Number One, Imperium, Last Dance. Ja, muss man sich angucken. Es lohnt sich jetzt noch nicht, die Gilden da speziell rauszunehmen. Da haben wir aber wenigstens auch einen Krieger weiter oben dabei. Dämonenjäger sogar. Stärker unterwegs. Magier. Sieht eh nicht so aus. Druide. Ja, doch, ist auch. Hier ist alles auch ein bisschen einmal vertreten, aber. Magier auch. Overall. Wenig Chance. Okay, hier gibt es noch einen höheren. Das war es dann aber auch schon. Kampfmagier. Ist einer wenigstens vertreten, auch ziemlich weit oben. Also, es ist auch jetzt nicht so günstig, das zu schaffen. 95 auf 3 Tagen ist Kampfmagier. Ist jetzt nicht komplett günstig.
gar keinen Fall. So, wie sieht es bei dem Tschechen aus? Oh, hier ist auch was passiert. Wir haben auch einen über 200. Hier ist natürlich auch merklich, dass hier hauptsächlich Berserker unterwegs sind im High-Level-Bereich. Weil es halt die günstigste Klasse ist. Also wenn man als Nicht-Berserker gut dabei sein will nach drei Tagen auf einem neuen Server, könnte man auf dem tschechischen 36. Server vielleicht was Gutes reißen. Also, ne? Aber trotzdem haben wir hier, schauen wir mal. Ja, hier ist die Top 100 schon einen Ticken schwächer auch als auf dem polnischen Server. Und in den 200ern ist auch ein Unterschied zu sehen. Also hier ist ganz klar, dass der 35. Server hinter dem 40. polnischen hängt. Aber das war fast logisch, weil der 40. ist natürlich ein bisschen krasser als der 35. Ja. Trotzdem haben wir Lakuka hier als Kundschafter dabei. Über 100. Noch ein Kundschafter über 100. Wo sind die Magier? Immerhin auf 66, 75. Krieger. 94er dabei. Druiden fehlen hier. Fast komplett Kövö. 84. Hier gibt es Assassinen auf 79. Okay. Also sind wir auch fast wieder die Magier. Irgendwie. Magier spielt, mag gar keiner mehr anscheinend. Oh Mann, die armen Magier. Hashtag oder schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal einen Magier gespielt habt, auf welchem Server, wie weit ihr den gespielt habt. Würde mich jetzt mal interessieren. Und bei den Ungarn haben wir natürlich zwei Spieler oder einen, der wahrscheinlich auch sehr weit oben ist. Achu. Oh, aber hier haben wir drei Leute über 200. Ich glaube auch Ziso ist gerade Festungspartner. Now or Never und Resistance sind die Gilden. Askabi sind halt auch Berserker. Das ist das gleiche wie auf dem tschechischen Server eigentlich fast noch krasser unterwegs. Also ein Assassine zwar über 100, ein Kundschafter über 100, Kampfmagier auf 80 immerhin. Hier sind ein paar mehr Magier eben dabei, aber vom Level sind die jetzt auch nicht höher als die anderen. Dämonenjäger ist hier hinten. Naja, vom Level her auch nicht, aber eine Ahnenhalle. Also, das ist ganz deutlich und ja. Hier haben wir auch in der 100, also in der Breite eigentlich. In der Breite den schwächsten Server von allen, aber in der Spitze nicht den schwächsten Server. Ne? Also wenn wir das mal vergleichen, dann demnächst, jetzt ist nach einem Monat oder so, wenn wir das mal machen, dann sehen wir auch, wer sich da letztendlich wirklich durchsetzt. Ja. Genau, so, das war's auch schon. Kurzes Ding. Wie gesagt, ihr habt es wahrscheinlich ein bisschen später gesehen, sorry dafür. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Haut erstmal rein, macht euch Tschüss und Servus. Euer Basti. Tschüss.